Liebe Berlinerinnen und Berliner, willkommen zum Wochenrückblick der AfD. Auch diese Woche habe ich wieder drei Themen, die mich beschäftigt haben. Zum einen die Feuerwehr. Letzte Woche hatte ich davon gesprochen, dass die freiwilligen Feuerwehren 100 Millionen Euro Investitionsbedarf haben und nichts geschieht. Diese Woche nun ist es bei den Berufsfeuerwehren nicht viel anders. Die Berufsfeuerwehren haben Uraltfahrzeuge, die teilweise ihren Dienst nicht mehr richtig verrichten können und damit natürlich auch die Sicherheit der Berliner Bürger gefährden. Ich fordere den Senat auf, endlich das Versprechen wahrzumachen und die Feuerwehren so auszustatten, dass sie ihre Arbeit verrichten können und vor allen Dingen, dass sie die Sicherheit der Berliner garantieren können. Ich kann Ihnen auch versprechen, wir werden im Plenum sehr deutlich machen, was wir von diesem Senat fordern. Das zweite Thema ist das Ärgernis der langen Wartezeiten bei Kfz-Zulassungen. Ich glaube, in keiner anderen Stadt in Deutschland muss man mindestens 4 Wochen warten, bis ein Kfz angemeldet wird. Und mittlerweile, wenn Sie einen Nachmittagstermin haben wollen, dann müssen Sie sich auf den November vertrösten lassen. Das zeigt, dass offensichtlich ein Riesenverwaltungschaos hier herrscht. Ich will nicht den Mitarbeitern in der Verwaltung die Schuld geben. Ich denke, dass hier organisatorische, planerische und personelle Probleme eine große Rolle spielen. Der Senat macht seine Hausaufgaben nicht. Die verantwortlichen Senatoren lassen es einfach schleifen und lassen es vor sich hin plätschern. Auch hier werden wir immer wieder die Finger in die Wunde legen und werden fragen, was denn nun getan wird, um diese missliche Situation zu verbessern. Das dritte Thema, das mich ganz besonders bewegt hat, war der Angriff auf 2 Obdachlose, die von einer Person oder von mehreren Personen angezündet wurden. Es zeigt die Verrohung unserer Gesellschaft und es zeigt, dass offensichtlich die innere Sicherheit in unserer Stadt sehr zu wünschen übrig lässt. Wir von der AfD fordern deshalb, wir brauchen mehr Polizei in der Stadt, wir brauchen eine höhere Streifendichte in der Stadt, dass so etwas nicht mehr passiert. Denn auch diese Menschen, die Ärmsten in unserer Gesellschaft, die Benachteiligten in unserer Gesellschaft, haben unseren Schutz verdient, haben den Schutz dieses Senates verdient und dieser Stadt. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten zum Wochenrückblick der AfD.